okay? Bonnie? Was? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das? Alles okay, alles okay. Du bist nicht Bonnie? Nein, ich, Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Ja, sie ist die Schwester von meinem Freund. Dein Freund? Jaime. Was? Wir haben gerade eine Szene gedreht und er... Wir waren... Oh Gott! Jaime! Nicht mein Onkel, Jaime. Onkel? Hallo, Spiel. Es tut mir leid, aber seit dem letzten Update ist die Performance noch schlechter geworden. Maddie! Oh mein Gott, da ist dieses Ding. Es will mich umbringen. Was geht hier vor sich? Wer verdammt ist die? Als ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden und sie war hier. Wie kamst du her? Weiß nicht. Ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung. Stan. Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Daran bist du gekommen? Ich glaube, ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Tja, sie will nicht zurück. Das ist richtig. Aber sie muss ja auch wieder, ne, ihre Freunde finden. Wenn das wirklich wahr ist, muss ich es probieren. Meine Freunde sind in Lebensgefahr. Ich muss zu ihnen zurück, egal wo sie sind. Ich helfe dir. Kletter du doch wieder in die, Kammer oder was das ist. Ich guck mal, wie die Steuerung funktioniert. Ich halte die Augen offen nach, Unterbrechungen. Okay, hat das Ding einen Schalter? Ja, ich sehe ihn. Okay, leg ihn um. Oh, shit! Na, versuch's mit der Stange. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das sollte. Thank you.
Ja, wir haben keine Kamera, kein gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau tun soll, um zu überleben. Aber okay. Durch die Tür sind wir... Halt, stopp. Hier liegt deine Hand. Ach, das ist die eine Hand. Was für ein schräger Trip. Stimmt, damit hat alles angefangen. Und hier sind wir jetzt rausgekommen. Ist das richtig? Weil hier ist nichts zum Festhalten. Sie hat sich doch irgendwo fest... Ach nee, da links die Tür. Da sind wir rausgekommen. Okay. Ja, Simon oder wie auch immer du hießt. Es tut mir leid. Ich wollte halt nur, dass du deine Freundin beschützt. Ich wollte aber nicht, dass du da direkt reinrennst wie so ein Blödmann. Ich sehe gar nichts. Hallo? Hä, hier kann ich das nicht machen? Aber sobald ich hier so in die Ecke gehe... Hier kann ich es machen, aber hier ist nichts. Hä? Oder ist das hinter der Tür, dass da irgendwas ist? Ich muss mal eben schauen. Moment, wo sind wir denn rein und raus gegangen? Das war doch, glaube ich, die Tür da hinten. Ne? Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich dann auch wieder zurück. Das heißt, ich schaue mal eben hier... Ob hier eventuell noch irgendetwas ist, was wir jetzt vielleicht mitnehmen können. Sieht allerdings nicht so aus. Hier hatte er, glaube ich, alles. Ja, das war nur der Kasten. Okay, ja, ich schätze mal, da muss ich da durch die Tür durch. Da oben, das haben wir ja auch alles gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ihn können wir auch nicht nochmal angucken, ne? Oh doch. Oh Gott. Hi, Baby. Ich... Das ist echt passiert, oder? Das bist wirklich du. Fuck. Ist da... Ist da jemand? Sag nein. Sag lieber nicht nein, weil sonst ist da jemand, du Schlaukopf. Ja, jetzt ist ja auch noch alles dunkel. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ach, war das das... Nee, das über mir war es nicht. Doch, das war das über mir. Ah, okay. Da weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da jetzt eigentlich hinkomme. Ich vermute mal, das hat irgendwas hier mit dem Kessel zu tun. Dass wir den vielleicht hin und her schieben können. Oder da hochgehen können oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nicht meine Taschenlampe. Ich kann ja überhaupt nichts sehen. Ja, ich weiß. Ich kann hier nur nicht hoch. Da kann ich auch nicht hoch. Ich höre komische Geräusche. Ach so, Moment. Wir haben aber den Strom angeschaltet. Ach nee, das war ja abgeschlossen. Das war's. Jetzt haben wir natürlich keinen... immer noch keinen Schlüssel, besser gesagt. Ich weiß es nicht genau, wo wir mit ihr hin müssen. Wo sind wir denn mit der einen... Habe ich jetzt einen Jumpscare verpasst? Oder war das draußen? Habe total verrückt ist. Ich hab's gesehen. Hat mich fast geköpft. Hab's nur hier mitgeschafft. Nein, nein, ich war nicht mal hier. Mann, ich war irgendwo ganz anders. Und da waren diese verrückten Maschinen und Lichter. Aber ich glaube, das war gar nicht hier im Stahlwerk. Du, was? Ich weiß, das klingt verrückt, aber da war ein Mädchen. Sie sagte, Bonnie sei ihre Mom, Mann. Das ergibt alles keinen Sinn.
Bonnie! Wow. Hey, hey, ist ja gut. Schon gut. Wir gehen hier noch alle drauf. Es gibt keinen Ausweg. Tut mir so leid. Oh Gott. Bonnie, tut mir so leid. Er ist... mi hermanito. Der ist tot. Oh, und du? Ich bin okay. Ja, bin okay. Wie kannst du jetzt so ruhig sein? Bin ich nicht. Aber ich weiß, dass wir das alles hier nur überstehen, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Nur für eine Weile. Was ist dieses Ding da draußen? Keine Ahnung. Aber das heißt nichts Gutes. Und wir müssen so weit wie möglich weg von ihm. Tolle Idee. Und wie machen wir das? Da ist der Gully. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Es kommt. Gar nichts. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Gerade als ich dachte, ich finde mich hier zurecht. Hier rumzuirren ist wie sein Hirn durch einen Eierschneider zu schieben. Was? Ach, nichts. Ich dachte nur, wenn ich irgendwem erklären sollte, was vorhin passiert ist, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Nacht geht einfach weiter und weiter. Ja. Aber weißt du was? Wir waren stundenlang hier und alles war völlig normal. Naja. Du weißt schon. Komisch wurde es erst, als Sheriff Scheißkerl dazu kam. Du weißt nicht, ob er irgendwas damit zu tun hat. Beweist das Gegenteil. Und was machen wir jetzt? Wir haben nur eine Option, weißt du? Die wäre? Und so schnell wie möglich von hier zu verziehen. Was ist mit Linda? Was denn? Hoffentlich laufen wir ihr einfach über den Weg. Und willst du mir sagen, was mit diesem Kind war? Kind? Das Mädchen in dem Sarkophag. Ich weiß auch nicht viel mehr als du. Sie sagte, sie kennt meine Mom. Aber das kann nicht sein. So wie viel ist hier neuerdings? Ich wünschte, wir hätten länger reden können. Ich hoffe nur, dass sie wieder dort ist, wo sie... Okay, keine Türen anfassen, wenn die reden. Gut, merke ich mir. Da hat sich doch auch alles verändert. Moment, aber hier, das war eine Sackgasse, oder? Beziehungsweise, das war die ganze Zeit abgeschlossen, glaube ich. Und es ist jetzt nicht mehr abgeschlossen. Okay. Das sieht gerade echt verlockend aus. Gib's ja zu. Sieht aus wie so ein Bett, in dem sie Jungfrauen opfern, wie in einem alten Horrorfilm. Meinst du, Augustine hat uns hier reingelockt? Das kann sein. Damit sie einen von uns opfern kann? Nun, es gibt eine Möglichkeit, uns davor zu schützen. Boah, Mann! Und dann auch noch einen der bescheuertsten Killer überhaupt. Immer wenn der irgendwo auftaucht, müssen die Leute immer lachen, weil der einfach so... Der ist halt kein richtiger Killer. Ach ja. Ich kenne viele Schimpfnamen für diesen Killer, muss ich dazu sagen. Aber jetzt Schimpfnamen im Sinne von sich über den lustig machen halt. Ist er das? Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was ist das? Ein Anhänger. In diesem Buch war ein Bild davon. Da stand, dass er eine Art Schutz oder so bietet. Ich habe nicht daran geglaubt, aber... Ja. Also, vielleicht sollte ich ihn tragen. Für den Fall. Für den Fall, dass er funktioniert? Ja. Ich meine, ich bin heute schon fast gestorben.
Ich bin ganz ehrlich, also wenn er stirbt, ist mir das relativ egal. Sie ist die einzige von meiner Seite aus, die nicht sterben soll. Ja gut, und die mit den kurzen Haaren, da ich weiß, wer das jetzt ist, will ich auch, dass sie nicht stirbt. Andererseits, wenn ich es ihm gebe, vielleicht kann ich ihn dadurch mal beschützen. Aber da war ein Kerl drauf, oder? Ich behalte ihn. Ich habe ihn gefunden. Und ich würde sagen, nach der Tradition heißt das, wer etwas findet, der darf es behalten. Aber ich werde mich nicht drauf verlassen, das ist hoffentlich klar, ne? Aber vielleicht finden wir ja noch einen anderen, aber das glaube ich eher nicht. Sieht öde aus. Aber vielleicht trügt der Schein ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ist natürlich eine tolle Ablenkung jetzt hier gerade. Versteckte Bedeutung. Da unsere Sprache sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist man sich über die Etymologie bestimmter Ortsnamen oft uneinig. Ach, von Ortsnamen. Selbst scheinbar völlig offensichtliche Namen verfügen nicht selten über die Unzahl verschiedener Bedeutungen. Bla bla bla. Es ist angesichts der... Also, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Aha. Hallo. Ich wollte gerade sagen... Als öde. Ich wollte gerade sagen, aber das hat jetzt nichts so mit dem Spiel zu tun. Deswegen werde ich mir das jetzt auch nicht durchlesen, bei Ortsnamen und so, ne? Aber der Schlüssel, das war jetzt doch schon eine gute Dreingabe. Schließ die Kiste mit dem Schlüssel auf. Die Kiste. Welche Kiste? Hat da nicht gerade rechts von mir noch was geblinkt? Toll, dass ich da auch mal gucken darf. Vielen Dank, dass du so davor stehst. Moment, die Kleine hier, oder was? Ach so. Die hätten wenigstens seine Chase-Musik reinmachen können. Huh. Aha. Wo das war das gerade? Ist raffiniert. Nö. Finde ich auch. Na klar, ein Geheimgang. Warum auch nicht? Aber da oben konnte ich nichts holen, ne? Nee. Also ich vermute mal, dass sie hier durchgegangen ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ein Monster braucht keine Geheimgänge. Darf ich mich hier vielleicht auch mal umsehen? Ah, endlich. Okay. Da geht es durch. Ich weiß aber nicht, ob wir da durchkommen. Hier ist nochmal ein Zimmer. Ah, nee, das ist ein richtiger Gang. Ach du Schande. Moment. Hier spricht Dr. Lieber. Ich führe richterlich angeordnete Therapiesitzung 5 mit Frank Stone durch. Ach so. 28. März 1961. Hm? Nach unserer 1961? Letzten Sitzung ist etwas passiert, Frank. Das war vor über 60 Sie Jahren. Sie haben einen Pfleger angegriffen. Oder wir können uns das zunutze machen. Sagen Sie, fühlen Sie sich je von einer höheren Macht berufen? Ihr Instinkt, anderen Schmerzen zuzufügen, sie zu bestrafen, ist vielleicht nicht völlig fehlgeleitet. Sie müssen Verantwortung übernehmen, Frank. Nicht nur für ihre Vergangenheit, sondern auch für ihre Zukunft. Ja, sie haben eine Zukunft. Sie könnte grenzenlos sein. Vertrauen Sie mir einfach. Hm.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das ja die Stimme von, ja, der Sprecherin, sag ich mal. Starken psychologischen Einfluss, ja. Also ich schätze, wir müssen da hinten weiter durchgehen. Hoffe ich zumindest. Deswegen gucke ich mal eben hier. Oh nein, das kann man ganz öffnen. Oh oh. Dann gehe ich doch mal lieber erst hier rum. Meistens sind das nämlich diese Türen, die man ganz öffnen kann, wo man hin soll. Okay. Ach, was haben wir denn hier? Ach, die Zwillinge. Ich hasse sie. Ist nun mal so. Oh, mein Geburtsdatum. Ja, ja, gruselig. Naja, aber ich mag sie nicht. Also weder zum... Alter! Weder zum Spielen. Liegt das jetzt hier unten irgendwo auf dem Boden wenigstens? Nee, das ist jetzt einfach weg. Ja, super. Ja, weder zum Spielen noch zum... Ach, das ist wieder die normale... Ah, nee! Opfermesser. Ich kämpfe gegen die Dunkelheit an und fühle, wie es mich tiefer in den Abgrund zieht. 11 von 12 habe ich jetzt gefunden. Hä, ich dachte, ich habe weniger gefunden. Oder sind die wirklich alle so durcheinander? Das kann natürlich auch sein. Okay, hier komme ich nämlich nicht weiter. Okay, sehr, sehr gut, dass wir jetzt erstmal hier reingegangen sind. Ich denke mal, hier geht auch nicht, ne? Weil das ist so dieses... Moment, ist das jetzt zum Kontrollieren? Das ist jetzt zum Kontrollieren, oder? Aber wieso habe ich 11 von 12 gefunden, wenn ich 4 noch gar nicht habe, hä? Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber okay, wir gehen jetzt weiter hier durch. Besser gesagt, ich gehe hier durch, weil er ist ja irgendwie nicht dabei. Ich habe den Wintergarten gefunden. Du musst das verstehen. Warum sollte ich? Ich kenne dich nicht mal. Linda! Zum Glück bist du okay. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe diesen völlig irren Raum gefunden und dann ist dieses Mädchen aufgetaucht. Maddie, hör zu. Das ist nicht der Sam Green aus Cedar Hills. Er ist ein Betrüger. Ihm ist nicht zu trauen. Ich gebe zu. Zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr, als du denkst. Aber wer auch immer ich für dich bin, du kannst mir trauen. Das musst du. Nenn mir einen guten Grund. Du hast Augustins Archiv gesehen. Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film. Sie sammelt jedes Stück von dem Film, das jemals möglicherweise hätte existieren können. Was soll das bitte schön heißen? Vor einer Stunde hätte ich das nicht gesagt, aber nach dem, was ich erlebt habe, glaube ich, Sam hat vielleicht recht. Augustin belügt uns. Was auch immer sie tut, übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Du hättest die Kammer sehen sollen und das Mädchen... Ich misstraue Augustin, aber diesem Mann noch weniger. Wer Augustin auch ist, zumindest behauptet sie nicht, aus deiner Vergangenheit zu sein. Na toll, vom Regen in die Traufe. Was hier abläuft, gefällt mir gar nicht. Lass uns lieber schnell abhauen. Ist das etwa euer Film? Ja, ist es. Hast du dein Stück vom Film? Ja. Dann zeig's mir. Mari? Ich muss den echten Film sehen. Was? Wo ist es? Ich hab's doch gewusst. Nein, es war genau hier. Es war hier drin. Hast du deins denn noch? So, zeig's mir.
Zeig, was du meinem Sohn geklaut hast. Ich kann das nicht. Du kannst das nicht? Ich... Naja. Also, hab halt schon einen Deal mit Augustin. Ich... Das war bevor alle anderen kamen. Ich hab einfach schon... Du verdammte Ratte, ja. Das war bevor alle kamen. Tja. Also ich würde mich auch aufregen in dem Moment, bin ich ganz ehrlich. Aber ich meine, ich denke mal, wir wissen alle, dass er das Ding einfach nur verkaufen wollte und Geld machen wollte, ne? Gut, andererseits muss man jetzt dazu sagen, er konnte wirklich nicht wissen, was im Endeffekt dabei rauskommt. Du wusstest nichts. Konntest du doch gar nicht. Ich schwöre, hätte ich auch nur geahnt, was für eine absolut irre Augustin wirklich ist, hätte ich mindestens das Doppelte verlangt. Das war klar. Und dann hätte ich Nein, danke gesagt und die Beine in die Hand genommen. Ich schwör's. Ich habe dir einen Vertrauensvorschuss gewährt, Stan. Hey, hast du, was du wolltest? Bist du fertig mit den Spielchen? Wenn sie die ganze Zeit schon alle Teile des Films hatte, warum hält sie uns fest? Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!